Lautstärke-Mixer. Oh ja. Moin, Andreas. Machen wir erstmal hier die Musik weg. Dann machen wir mal die Overall-Lautstärke angepasst. Okay, Reckenwind gibt es keine Zahl mehr an. Dann gibt es auch sonst nichts weiteres, was das bringt, ne? Ich habe mir sagen lassen. Dass man hiermit kein Gras mähen kann. Bietet sich an, wenn man ein bisschen Reis farmt. Wie kommt der Stieß aus Asien? Naja, gut. Anscheinend irgendwo aus Asien, wo man lieber Insekten füttert. Kühlgirde. Heuer! Pass auf, out. Und, kam die Anzeige? Moment. Reisfarm. Ja. Oh, das kam, okay. Ich habe den Sound gehört, aber ich habe nichts gesehen, deswegen war ich mir gerade nicht so sicher. Und sowohl OBS als auch Bot haben gerade ein Update gekriegt. Es kann also sein, dass Sachen nicht so rund laufen, wie ich es gerne hätte. Deswegen frage ich, wenn mir was auffällt. Oder etwas nicht auffällt, sag mal so. So. Orientierung. Wo bin ich? Ja, genau das. Bot-Test. Auf zum Turm. Moin, Passi. Danke nochmal. Da muss ich eigentlich noch über Gelegenheit was draufpacken. Entschuldigung, ich bin irgendwie seit 2 Tagen am Dauerräuspern. Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend. Ich gebe mir auch Mühe, es zu unterdrücken und zu unterbinden. Zur Not rauszumuten, wenn ich dran denke. Irgendwie ist momentan ein bisschen kehlig bei mir. Ja, mit Pokémon habe ich jetzt tatsächlich gar nicht beschäftigt. Ich habe heute den Bot mal wieder in Gang gebracht, während der Arbeit so nebenbei. Musste halt die Konfiguration komplett neu machen. Es kann sein, dass der auch nicht ganz rund läuft. So wie irgendwie alles gefühlt, gerade mit Bots, nicht ganz rund läuft bei mir gefühlt. Reisebogen zerbricht gleich. Headshots geht trotzdem. Ich sehe dich, siehst du mich? Vielleicht nicht die richtige Waffe dafür. Aber vielleicht doch. Oh, der droppt Fleisch. Nehme ich gerne. Nee, nee, nee. So machen wir das nicht hier. Stachelkugelhammer. Wollen wir mal das da auf die Keule draufhauen. Meine Waffe gerade kürzer geworden? Echt jetzt? Okay, also der ganze Prügel geht alles. Interessant. Stachelkugelhammer. Schwächer als der hier. Aber stärker als das hier. Wie stark? 13. Nicht lang fackeln.
bei der Dame als bei mir zu Hause. Ah ja. Was ist mit dir los? Vergessen, dass hier was los war, hä? Oh. Und vergessen, dass du lebst. Hi. Gönn. Pfeile. Okay. So, weiter Richtung Gruppe. Hier mal einen Turm? Ja, ne? Ja? War hier der? Nee. Doch? Vielleicht? Oder war der hier? Nee, hier war der Turm mit den ganzen Elektroviechern drumherum. Mit den ganzen Pokémon habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Habe ich vor Monaten Clips gemacht zu Pokémon, die mit Home reinkommen. Jetzt sind sie da und ich sitze da und mache gar nichts in der Hinsicht. Ah! Wen haben wir denn da? Einen Fuchs. Fliehenden Fuchs. Nicht mit mir. Oh. Gruselspukig. War so klar. Wo ist der Marolus? Wüsste ich nicht warum. Also in Ocarina of Time fällt mir direkt deutlich unbeliebter ein. Ingo. Ansonsten glaube ich, ist Tingle immer noch unbeliebter als Marolus, wobei die beide quasi eine ähnlich, ja nicht trottelige, aber so eine nicht ernstzunehmende Rolle einnehmen. Ja, mach Tasche. Gönn Waffen. Oh, neuer Tanz. Dam, da, 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 dam. Ja, gönn mehr. Ich habe. Ich hab da nur 34 gehabt. Du kannst ihn wegdrücken. Ich meine, in Breath of the Wild, ne, wenn du den goldenen Kackhaufen von ihm bekommen hast, die Funktion dieses goldenen Kackhaufen war, du konntest ihn tanzen lassen, so oft du wolltest. Nicht nur, wenn was passiert, sondern einfach grundsätzlich. Toll, jetzt lässt er mich wieder im Stich, ja? Richtung Osten. Warum will der denn in den Osten? Zu den Orni in die Richtung, ja? Irgendwie sowas. Jetzt muss ich den ja wiederfinden. Pilz.
Was ist das für ein Krogwitzel? Hat ein paar Trick gemacht. Boston. Ah. Ja. Boston. Stimmt. Also er will zurück in Richtung Wald, nehme ich mal an dann, ne? Hier ist er jetzt zu Hause. Da. Königirde. Heuer. Heuer. Du da. Wie? Muss ich da oben irgendwie gegen oder so? Also muss ich mich... Wo muss ich den hier machen? Bonk. Überleg mal. Ich habe überlegt. Ah, okay. Oh, so obvious fand ich es nicht. Moin, Dane. Danke, Dane. Hallo, Dane. So offensichtlich fand ich es nicht. Ich habe auch überlegt, ob ich da irgendwie gegen drücken muss. Also quasi mit irgendwas hochfliege, um da gegen zu kommen zum Beispiel. So wie so ein Druckschalter quasi. Klang für mich im Kopf nach einer validen Option. Eine tiefe Höhle. Weil in diesem Spiel ist das ja irgendwie noch nicht tief. Gut, Leonie. Aber oh, fast alle schon zusammen hier. Roman noch und der Standardtrupp ist da. Hallo. Weißt du wohl noch nicht, wofür ihr gut seid? Und dass ihr nicht schwimmen könnt, wenn ihr tot seid? Doofes Fisch. Die nehme ich mit. Okay. Ja, ist ja schon wieder da. Ich sollte trotzdem mal rüber schwimmen an festen Grund. Ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Smart. Werde ich jetzt oben wieder abgesetzt? Oder auf dem letzten Vorsprung, wo ich gewesen bin? Ah, okay. Ja, ist ja gut. Need food. Oh, so, einmal Rohfleisch. Fisch? Du bist kaputt. Ich glaube, der ist ein Grund da auf dem Boden. Nee. Fisch kaputt. Mörder, Lulu, nächste Woche Ritterspieler. Ja, das habe ich gelesen bei dir in deinem Kalender quasi für die nächsten Wochen. Wo hast du ja auch erzählt, wegen der Bude, die du dir da zugelegt hattest. Entschuldigung. Tja. Aber der Kalender. Oh nee, der war. Was ist denn eigentlich mit deinem. Mit dem Dingens Festival? Steht das eigentlich noch? Oder war das erst. Nee, das war dieses Jahr, ne? Das. Hallo? Fällt es gar nicht mehr ein. Das Festival von Prinz. Ah. Kann man die irgendwie loswerden? Frage für einen Freund. Können die hier hochkommen?
Scheint nicht so. Frage ist, wie werde ich die los? Inventar. Ich könnte doch Sachen werfen. Habe ich denn was Sinniges zum Werfen? Gelbes Schleimgelee. Das ist Elektrofrucht. Was passiert, wenn ich das so mache? Ah, so war das. Okay, das juckt die anscheinend gar nicht. Entschuldigung. Das ärgert mich gerade. Okay, sie brennen. Aber brennen macht denen nicht viel. Sie frieren auch ein, aber nicht lang. Heißt für mich, ich muss eigentlich durchsprinten, ja? Gut, bevor ich jetzt hier alles mögliche Material verbrauche, speichern wir erstmal. Apropos Material. Habe ich? Kein brauchbares Material. Ich habe Flammenwerfer und eine Kanone. Glück, dass ich da rechtzeitig wegkomme. Die Viecher machen... Also sie verschaffen sich auf jeden Fall noch Respekt. Ich kann sie immer noch nicht einschätzen. Ja. Ein neuer Sachstand war voraussichtlich. Sachstand ist gestrichen, weil Geld. Rein in den Schrein. Hat Maike nicht so gut verkraftet, die Info. Okay. Nicht sicher, ob ich den Schrein schaffe. Rauro Segen. Gönn was Gutes. Ist was Gutes. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Weiß auch schon was. Ja, später zumindest. Ja, wenn ich einfach so aufs Konto gucke in letzter Zeit, die Ersparnisse sind jetzt nicht so wieder angewachsen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dadurch, dass Wohnung alleine im Monat mit 600, 700, 800, 880, ja, 900 Euro frisst bei 1,8 netto. Merkt man halt schon, das schlägt gut zu Buche. Und da ist das einfach preislich nicht wirklich drin, so wie es aussieht. Haben die Viecher irgendwie einen Schwachpunkt? Licht, Wasser, irgendwie sowas? Wahrscheinlich aber nicht, wie vieles in dem Spiel gefühlt nicht. Einmal. Lass dich mal weg, geht mir. Oh.
muss ja trotzdem Miete zahlen, allein wegen des Finanzamtes. Nein, das ist nicht nur Miete, das ist wirklich alles warm. Das ist Miete, Gas, Strom, Internet, alles zusammen quasi. Also rein für das Wohnen hier geht halt 900 im Monat drauf. Gehen wir mal eine Weile tauchen. Großes Problem bist du. Inwiefern? Ist das normales Wasser? Okay. Ah. Gerade überlegt, wie ich da am besten rankommen kann, aber ja gut. Darauf beziehst du dich gerade. So. Legen bei dem ab. Okay, wo war denn der? Ich hab den gerade gar nicht gesehen. Wenn das Blut. Ich würde das ja nicht als Problem verorten, nur nicht als Förderung. Also. Das ist ja auch nicht förderlich. Das ist klar, unter anderen Umständen wäre das finanziell ganz anders tragbar. Aber wie gesagt, auf dem Weg sind wir ja dann hin. Das müssen wir halt einfach mal dieses Jahr ein bisschen einsparen. Das, was wir letztes Jahr nicht gemacht haben, vor allem ich nicht, obwohl ich arbeitslos war. Zwei Personen Urlaub finanzieren ohne Einkommen ist halt auch so eine Sache. Ja, eben bei mir steht diesen Monat auch TÜV an. Gut, 5000 Euro muss ich nicht reinstecken. Aber wie gesagt, bei mir steht auch TÜV an. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, der diesen Monat mit reinkommt, der nicht außer Acht zu lassen ist. Und bei dem Geld bist du aber noch dabei, dass du das lieber investierst, als direkt in ein anderes Auto zu stecken, ne? Okay, das reicht bei Weitem nicht, was ich hier fabriziert habe. Ach, komm schon. Ich kann dich gerade nicht gebrauchen. Das war erst recht nicht. Aua. Hallo. Es wäre schön, wenn das Holz schwimmen würde, ne? Aber tut's nicht. Nee. Kriege ich das da irgendwie oben angebracht? Bei. Machen wir das einfach so. Nimm mich hoch! Danke.
Warum denke ich eigentlich so lange drüber nach? Zeitumkehrer muss ich echt mehr auf dem Schirm haben. Der ist, glaube ich, echt das Feature. Dass es dir sehr viel Frustration nimmt, wenn du da hingehst. Wenn du in der Nähe bist, oder willst du das trotzdem selber herausfinden? Naja, so Hinweise zur angenehmeren Sache, sag ich mal, gerne gesehen. Ein Beispiel ist ja, Breath of the Wild, geh erstmal zu den Orni, damit du den Revali Sturm hast. Weil einfach so viel bei der Erkundung vereinfacht. Statt nach der so quasi regulären Strecke zu gehen, wie du geschickt wirst von der Story. Und dann bei den Zoras landest. Ist ja schön, dass du wieder belebt wirst einmalig, wenn du stirbst, aber wenn du einfach mal gefühlt 50 Meter nach oben steigen kannst auf einen schnellen Sprung, ist das viel, viel besser. Banta grenzt an, ich hasse die Gegend. Bei Tabenta geht noch, Hebra ist anstrengend. Schaffe ich es hier oben auf diese komische Turmsache drauf? Direkt vor mir? Da, das könnte ich schaffen, ne? Ein Hinweis. Das, da will ich mir angucken. Komm, das schaffe ich. Robelo, wer war Robelo? Irgendwas sagt mir der Name. Robert. Ah, stimmt, das ist sinnig, ne? Die ganzen Module und so ein Kram da. Das Fotomodul fehlt, glaube ich, ja noch. Was gab es denn noch für Module? Den Schreinping. Die gibt es doch auch alle wieder, meine ich, habe ich gesehen. Frage? Ist sinnig, dass das Pad natürlich aufzuarbeiten. Das ist. Was bist du? Die will ich haben. Die Antwort auf die Frage, was ist das für ein Kreis? Auf in den Kreis Insel der Heldenprobe. Ich habe das Gefühl, dass es eine dumme Idee ist, da jetzt durchzuspringen. War eigentlich keine dumme Idee, aber irgendwie... Ah, okay. Könnte eine Art Schreinrätsel sein, ne? Konzept verstanden? Dezent gefällt es mir noch. Noch. Platsch. Oh. Ja. Weiß Foto. Ach so. Ja, ja. Jetzt habe ich die Frage erst verstanden. Stimmt, das habe ich glaube ich nicht mal als irgendwie Flanker Faces oder was drin, wobei Mike das glaube ich eh nicht sieht. Dafür. Oh.
Füttern. Wo bin ich da gerade? Irgendwo grob Richtung Orni. Über dem Turm, der nahe der Orni ist. Hier gibt es Heißluftballons. Kochtopf. Luftballon. Zeitbombe. Gut, die habe ich bei dir darüber noch gar nicht gesehen gehabt, ja, Ventilatoren. Zeitbombe. Hier. Hier oben bei dieser Spirale. Da bin ich über den Turm hier. Ne, nicht den Turm. Den Turm. Beim Tilioberg. Hochkatapultiert. Hier oben drauf gelandet, Schreinrätsel gemacht und direkt hier ist die Slotmaschine. mit Fee. Noch mehr Feen? Sieht denn noch aus? Hallo. Jetzt muss ich aber auch wahrscheinlich noch ein. Wird, glaube ich, kein Segen sein, ne? Dafür war das. Nee, ich hab gesagt, dafür war das Freischalten zu einfach. Stray Smash. Lange nicht gesehen, das Ding. Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Nehmen wir mal irgendwas Kleineres, Unauffälligeres in die Hand. Was nicht so viel Sicht einnimmt. Muss ich hochfliegen, aus der Luft anschießen und so ein Kram, ja. Und Headshots verpassen. Also mit den Items dupen lassen wir erstmal noch eine Weile. Zeitfenster, um den Pfeil zu fallen, okay. Ich muss diesmal dran denken, mitzulesen. Ich will letztes Mal, dass ich raten muss, was gemacht werden muss. Alle. Muss ich die alle in einem Zug flatt machen? Wahrscheinlich, ne? Mit der Nase jetzt schon eingestellt. Ja, nehme ich mit. Den Bogen. Ja. Ich wollte gerade sagen, gehe ich weg, aber brauche ich gar nicht, wie es aussieht. Bei. Doch, nehme ich trotzdem. Weil er fast zerbricht. Weil ich ja hier was Neues kriege. Mache ich Schwert mit Schwert oder sowas? 5, 6. Dann mache ich halt Schwert mit Schwert. Ja, Yeet. Danke. Den Schrein hätte ich ohne ein externes Tutorial nicht geschafft. Richtig sahniges One-and-Hole gemacht. Ja, ein One-and-Hole. Noch ein Schrein, dann kann ich mir wieder ein bisschen was wünschen.
Noch mehr ist ja nicht auf der Insel. Nee. Okay. Heißt Norden, da lang, rote Markierung. Neunzehn Minuten und ein bisschen habe ich gesehen. Mal anquatschen, damit ich mich wieder hochporten kann und dann gucke ich mir das da unten. Das sah aus wie ein potenzielles Schreinrätsel, Krogrätsel. Unter 20 Minuten ist doch schon mal gut. Aber wenn das kein Krogrätsel ist, dann weiß ich doch auch nicht. Muss ich die Sachen auch noch drehen, nehme ich an, ne? So ungefähr, könnte das hinkommen. Ja, das könnte hinkommen. Aha. Will ich erstmal runterhüpfen und mich dann wieder hochporten? Oh, ich lasse mich dann wieder zu lange ablenken. Aber nach oben komme ich eh nicht so leicht da. Material mitnehmen. Machen wir mal. Oh. Klappt das jetzt mit den Dingen? Vorher war es aber eine Schwierigkeit, da hochzukommen. Oh, es klappt. Ja gut. Das ist jetzt einfacher als in Breath of the Wild. Aber mit Abstand einfach. Vorausgesetzt natürlich, man ist hier schon hoch genug angepeilt, ne? Dann ist das hier zu weit oben, dass man da nicht hochkommt auf die Weise. Ja, dachte ich mir. Hier musst du also irgendwie trotzdem noch gucken. Das wird zu steil sein. Ja. Aber hey, die Semi-Dinger. Hey. Frechling. Wo? Oh, Frechling. Ah, Frechling. Sag mal. Der mir hier einfach weh. Der Quest leichter. Okay, das ist immer noch ein Feature, das ich noch nicht einschätzen kann. Hatte ich nicht vorher irgendwas, wo ich sagte, ah ja, ich bin überlegt, ob ich auf das Schwert einen Stein packe. Dann ist die Axt weg. Das werde ich auch tun. Kann ich nämlich die Axt da hinten bei Gelegenheit wegjäten. Okay, das heißt also, ich kümmere mich um den Schrein und dann heißt das Robelo-Quest. Ja, ich kann mir schon vorstellen, es ist halt immer gut, solche sinnigen Features zu bekommen. Auch die ganzen Gerätschaften quasi freischalten wir, die ja so gesehen immer noch das Kernfeature des Spiels sind.
Wäre ja mit der Zeit auch sinnig. Schauen wir es mit den Schreien rein. Wie gesagt, so gegen solche Hinweise habe ich nichts. Definitiv nicht. Transport out. Runa-Kita-Schrein. Was soll ich denn in der Kita? Okay, Transportart. Ich muss eine Kugel transportieren. Frage ist, von wo? Ich hab keine Dingenschilde mehr, ne? Gerade generell kein Schild ausgerüstet. Nee, schade, ich habe keine Lorenschilde mehr. Oh. Also das ist nur die Stütze. Achso, ja. Um was geht es? Wahrscheinlich sucht Maike immer noch. Du hast hier Rauru-Gemälde. Hast du hier den Turm auf dem Tilioberg? Katapultierst dich da hoch und gehst dann hier rüber. Da oben drauf und dann hast du die Aufgabe, da quasi runter zu springen und kriegst dann da den Schrein freigeschaltet. Hat er eben gefragt, wie sie da hinkommt. Okay, Transportart. Okay, kann ich nicht festklären. Ah, okay. Erste Rutsche brauche ich also nicht festklären. So, das Ding rollt nicht, sondern rutscht einfach nur stumm. Oh, dann kommen natürlich hier die Erlebnisse aus Spielzeugzeiten in Ärztewartezimmern. Ich sehe schon. Die guten Holzspiraldinger etc. Bam. Wenn er als Kind dann sich beschäftigt hat. Frage ist, wo... da Truhe. Oh, ich erinnere mich an diese Stelle. Da hat Maike ein bisschen gekämpft gehabt. Überlegen, wie ich das gemacht habe. Also das für Maike, glaube ich, halbwegs... Hatte ich das ich halbwegs gelöst? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich erinnere mich an diese Stelle. Nicht wegrutschen. Bevor ihr fragt, ich habe wirklich nicht viel mitgekriegt. Storytechnisch weiß ich gar nichts. Ich habe manchmal nur halt Maike bei Schreien zugesehen bzw. nachgeholfen. Oh. Ja, ist ja gut, ich esse was. Okay, das war nicht das Ergebnis, was ich erwartet, mir erhofft hatte.
Okay, jetzt stelle ich mich gerade dumm an. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich das ziemlich leicht gelöst und jetzt komme ich nicht mehr drauf. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Komm mal wieder zurück. Ich komme halt echt nicht mehr drauf, wie ich das gemacht habe. Ah, da sind ja noch mehr Teile. Dann sage ich nichts dazu. Die mehr Teile sollte ich gegebenenfalls dann auch nutzen. Vielleicht gleich für was anderes wieder gebrauchen könnte, ne? So wie ich dich kenne. Machen wir das so. Jetzt nicht abrutschen. Einfach nicht dumm sein. Und so schwer ist die Stelle eigentlich nicht. Ich war gerade aber nur wirklich dumm. Dass man nicht alles für die 100% Markierung tut, ne? So, und jetzt heißt es, die Kugel darüber bringen. Okay, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Da habe ich mir gerade fast schon gedacht, dass es irgendwie in die Richtung gemacht haben würdest. Ach komm. Du weg. Nimm dich. Ist schon in einer vernünftigen Form. Mach mal so. Gönn Kugel. Hängen wir eine Runde ab. Wichtigste Frage, ja, das war die einzige Spur. Bevor ich das wieder vergesse zu checken. Ja. Ich würde sagen, ich schaff's wahrscheinlich sogar noch unter die Kugel zu hüpfen. Eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt fehlt mir noch einmal. Also mir fehlen noch 4 Schreine für den ersten Ausdauerzusatzkreis. Sehr schön. So. Impa, Dienerkonstrukt, Hurra. Muss ich wahrscheinlich zu Robelo noch hin? Der gibt mir noch eine Quest, ja? Oder habe ich die einfach nur an Dorf, Rosel, Beats, das sind Maronus, Dienerkonstrukt, Bugri, Himba, Burnon. Alles nur schon Nebensächlichkeiten. Oder habe ich hier bei Robelo da. Das habe ich noch nicht. Purer Pet-Experte, dessen Exzentrik auch nur noch. Der sitzt aber auch, ist eine Episode. Der sitzt dann aber in dem Dingensbereich da noch drin. Das heißt, im Grunde genommen gehe ich einmal zurück ins Zentrum, Spähposten und suche ihn, ne?
Bitte, bitte. Okay. Die beiden hier, ja? Ja. Robelo-Pad. Wieso muss ich gerade an den Pedalo denken? Ich kann, irgendwie muss ich gerade denken, wie der Kerl auf dem Pedalo steht. Hast du das getan, was nach dem Schreien passiert? Was habe ich nach dem Schreien getan? Ich verstehe die Frage gerade nicht. Nee. Du meinst oben auf dem Schrein, ja? Dina-Konstrukt, warum habe ich tatsächlich nicht gesprochen? Hast du recht. Ich stehe echt beschissen, ne? Mittendrin. Der stand da. Ja, der stand da vorher auch schon. Ich habe den wahrgenommen, aber ich habe ihn ignoriert. Weil die bisher echt nie was Interessantes von sich gegeben haben. Ja, lass mich doch wenigstens vor meine Ausdauer erweitern und das hier einmal geklärt haben. Okay. Okay, ja, ich muss rausfinden, was mit dem Bild auf sich hat. Klingt, als wenn ich dafür in den Untergrund müsste. Fotomodul. Fotomodul gut, diese. Oh, da fällt mir gerade mal ein. Ich bin mal tatsächlich so frech. Halt Einstellungen. Weil ich auch mal wissen will, was dabei so schönes rumkommt. Zack, 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 zack. Amiibo verwenden. Ja.